Hallo und herzlich willkommen zu The Breath of the Wild Let's Play, das letzte Mal. Sind wir hier bei diesen komischen Mission, Schreingedöns stehen geblieben. Und in der Zwischenzeit hat die Niki uns verraten, dass wir eine Quest genau dafür bekommen. Und zwar von der Lysa. Von einem dieser Vögel. nicht Vögel. Ah, ich habe jetzt wirklich den Namen vergessen. Wie heißen die Vögel nochmal? Wir werden schon noch rausfinden. Ich meine, verdammt. Die gab es ja schon in Wind Waker. Ah, verdammt, mir fällt jetzt echt nicht der Name ein. Irgendwie schlimm. Mann, schon wer, was hast du denn für ein eigenartiges Gehirn? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Niemand singt. Ha. Keine Ahnung, vielleicht kriegen wir jetzt die Quest oder vielleicht muss es ein bisschen Tageszeit sein. Auf jeden Fall schauen wir mal nach Lysa. Hallo, du bist nicht Lysa, du bist Hertis. Lysa war... War das die Pinke? Hallo? Niemand hier? Okay. Schauen wir mal. Hier war noch... Die sind die alle... Warum sind die... Warum ist da oben keiner? Ey, schlafen die alle oder was? Ja. Wer bist du? Du bist Amali oder. Hier sind die Kinder. Und. Muss ich jetzt pennen gehen oder was? Wo sind die? Die hat sich in Luft aufgelöst. Bist du? Pink. Nein, Misa. Glutling. Ich weiß nicht, brauchen wir die noch? Ich glaube nichts Wichtiges. Mal schauen. Vielleicht finden wir sie doch. Oh Mann, so schwer kann es doch nicht sein, die zu finden. Was gibt's hier? Hier können wir schlafen. Hier. Ja, schlafen wir erstmal, bis es Tag ist. Ja, ich bin Orni, genau. Normales Bett. Ich will bis zum Morgen schlafen. Du, Cecily. Ja, Cecily, Cecil. Ja. Irgendwie erinnert mich das an einen Fire Emblem Charakter. Guten Morgen! Ja, alles gut. So, mal schauen, wo sie sich jetzt aufhält. Erst ist sie, glaube ich, irgendwo da oben. Lysa, das war doch schon die Pinke. Vielleicht habe ich es auch einfach total falsch im Kopf. Wir werden es ja gleich sehen. Wenn wir sie finden. Was irgendwie viel zu schwer ist gerade. Was soll das? Schade, wäre zu dumm zu finden oder was? Da unten bestimmt. Ich schaue immer noch hier oben, nur hier oben. Jetzt gehe ich gerade wieder hoch. Nicht, dass sie hier doch ist irgendwo. Kann ja sein. Saki? Okay, doch nicht, dann war... hat aber keine Quest. Morgen! Du bist sicher nicht zum Spaß hier, oder? Du wirst wissen, wie... Ja, du drängst mich so, dass ich fast aus Trotz Nein sagen will. Aber gut, bin ich mal nicht so. Der Orniturm, schlank und schwarz, die Mittagssonne enthüllt sein Herz, Das kennen wir doch wirklich schon. Das Herz des Turms, Es schläft so fest, dass nur Feuer ist. Oh. Oh. Mittags. Ein bisschen doof. Oh Mann. Okay. Ich weiß aber genau. Aber warte, hier war das irgendwo. Sehe ich hier schon den Kreis? Fliegen wir einfach hin. Keine Ahnung. Verdammt. Ach, hier, irgendwo da lang. Moment. Verdammt, wo? Hier. Und hier ist nachschauen, müssen wir es irgendwo sehen können. Da haben wir schon die Ruinen. Eigentlich hier. Und dann mache ich da unten ein Feuer. Denn wir hätten einfach mit Feuerpfeilen reinschießen sollen. Und da ist ja auch das Erz, ja. Oh, da ist ein Krog. Holen wir uns den. Wir haben noch so früh morgens. Das ist ja egal. Da können wir dann... Doof, Dorni. Akkuwata schreien. Kann man ja mal kurz schauen. Das ist ein bisschen doof, da hinzukommen. Yeet. Okay. So. Jetzt müssen wir aber...
gleich von selber klettern. Sollte machbar sein. Ich denke mal, der ist hier so gebaut, dass man da hochklettern kann. Wäre doof, wenn nicht. So. Toll. So weit hoch komme ich nicht. So, jetzt aber. Ganz schön fies versteckt hier. Was? Du hast mich verkrückt, hab ja, wow. Okay. Jetzt aber. Und dieses Mal mit Feuerpfeilen. Hm. Passt es, wenn wir jetzt bis Mittag schlafen am Feuer? Ich hoffe mal. Nicht, dass das vom Timing her ein bisschen doof ist. Aber wir werden schon rausfinden. Und? Hm. So, wann kann ich loslassen? Hui. Oh, okay. Da. Schöne Landung. Okay, jetzt aber. Wo ist denn... warum auch immer das bei... Achso, Materialien. Da ist ein Apfel, das sollte Essen sein, ey. Das hätten die eigentlich noch einmal aufteilen können, aber gut, ist jetzt nicht so wichtig. Und so eine... Holz... Holz... Da. In die Hand. Auf den... Ja, tun wir gleich hier hoch. Und es wird jetzt abgefackelt. So, jetzt wird... Bis mittags gewartet. Wow! Und dann sollten wir es eigentlich hoffentlich schaffen. Also wir hatten die Quest doch schon. Nur ich habe irgendwie... Keine Ahnung. Ich war doof. Und jetzt... Feuer! Jetzt kommt der Schatten irgendwie. Ich weiß ja nicht. So. Paul. Muss ich treffen? Ich meine, ich bin gerade so voll im Ocarina of Time Modus. Wo man eigentlich nicht mal treffen muss. Wo man halt einfach nur dahin schießen muss. Jetzt! Ich hab's gehört. Feuer. Nein! Ihr habt's doch auch gehört, oder? Okay. Hi. Muss ich sie jetzt besiegen, oder was? Ey. Ich bin verwirrt. Wirklich? Es ist hier gerade voll das... Du musst kämpfen, um weiterzukommen. Oder ist einfach nur Zufall? Und... Uja! Tschüss. Weil... Feuer! Feuer! Wie oft noch? Feuer! Irgendwo. Es hat auf jeden Fall ein Geräusch gemacht. Vielleicht ist es dann hier hinten irgendwo. Ah. Shit! Ich mach was falsch. Oh Mann! Aber ich meine, die können ja nicht davon ausgehen, dass ich wirklich da rüber schieß in das Herz rein. Die Mittagssonne. So, jetzt ist... Muss... Ja gut, die Sonne ist jetzt da, aber die muss ja hier sein. Ich verschieße gerade all die Feuerpfeile. Ganz schön doof. Und die Sonne geht jetzt hier lang, oder? Oh, nicht in die Sonne schauen. Obwohl... Geht die Sonne gerade Richtung Herz? Ich sehe sie gerade gar nicht. Mann, ich verschwende hier voll viel Zeit. ich weiß nicht. So, weiter geht, muss ich ein bisschen Stein. Okay, ich versuch's nochmal. Dieses Mal, ich habe genau gehört, als er Brimm gemacht hat. Irgendwo, irgendwie, irgendwas, ich weiß es nicht. Na, 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 na. So, jetzt nochmal. Ich meine, es geht um Feuer. Es ist die Frage, ob wirklich nur ein Pfeil gemeint ist. Moment. Ach, hier ist es. Wenn sein Herz, das Herz des Turms so schläft, so fest, nur, dass nur Feuer es erwachen lässt. Ja, Feuer ist gut. Ich muss halt treffen. Ja, ich mach sogar hier ein Feu-Feu. Da, schau mal, schönes Feu-Feu. Ich weiß, du bist gleich bereit.
Vielleicht muss ich wirklich da hoch und so ein Feuer in das Herz reinsetzen. Ey, ich wollte nicht schießen. Egal. Jetzt! Also doch ein Feuer, einfach nur ein Feuer drauf. Oh! Wir haben einfach nur ein Lagerfeuer drauf machen müssen. Oh, wir hätten nicht mal schießen müssen. Was zur Hölle? Okay. Schön, dass wir das rausgefunden haben. Wir hatten die Quest also schon die ganze Zeit. Ich habe nur falsch geschaut. Ich habe nicht bei Schreine geschaut, was irgendwie ein bisschen doof ist. Weil es geht um Schreien. Na gut, egal. Worida no Schrein. Wow. Ist es nicht wunderschön? Ein Schrein. Mal schauen, ob wir gleich eine Belohnung holen können oder ob es jetzt hier erstmal eine Schrein-Quest gibt. Nicht Quest, aber fuck. Ein Rätsel. Nur noch drei Schreine, danach haben wir 100 Stück. Ja! Wenigstens haben wir in dieser Folge doch noch einen Schrein bekommen. Das war gerade irgendwie schmerzhaft. So lange herum zu schauen, aber ja gut. Willkommen bei meinem Namen vor Ihnen, im Namen der Gottonönia, ja. Okay, Kanonen. Alles klar. Danke. So, das sollte machbar sein. Ich weiß doch noch nicht, um was es so wirklich geht, aber. Ich meine, wir müssen irgendwas schießen. Oh. Okay. Ah, ich verstehe. Ein Timing-Rätsel. Oh mein Gott. Das gab's ja noch nie in Zelda-Spielen. Puh. Was? Hey. Ist ja perfekt gewesen. Glaubt ihr mir nicht? Seht ihr? Ja. Aber jetzt müssen wir warten, bis der. Okay, der kommt ziemlich schnell wieder. So. Wir hätten es davor perfekt geschafft. So, das prallt jetzt ab und trifft trotzdem. So. Na. So. Was? Okay. Ich kann nicht einfach nur den Scheiß dahin tun. Mann! So, jetzt nochmal. Rein mit dir. Schlimm. Okay. So. Geht doch. Mann, ich bomb mich erstmal selber weg. So, aber ich wette, hier gibt es auch noch irgendwo. Oh, wer hätte es gedacht? Eine Kiste. Gib mir Geld. Nein, brauche ich nicht mal. Was brauche ich denn jetzt noch? Ein Bogen, nicht unbedingt. Ah, Mann, ich weiß gar nicht mehr. Was, irgendwelche Materialien wären wahrscheinlich am nützlichsten. Oh ja, hier, der Schrott. Pah. Hier ist ein besserer Falkenbogen. Ja, und der kann viel coolere Sachen. Der hat mehr Angriff und das war's eigentlich. Yay. So. Dann hast du es jetzt, glaube ich. Nein, es gibt noch irgendwo eine Kiste. Das ist doof. Vielleicht hier drin. Wahrscheinlich war es das noch gar nicht. Ah, es geht auch viel weiter. Man kann sich hier jetzt gleich mal die Dings holen oder man geht einfach hier hin. Okay. Verstehe. Die wollen einen extra arbeiten lassen. Ja. Kein Problem. Ich bin der Rätselmeister. So, es ist einfach nur der, wer kann am besten warten, Meister. Das ist etwas doof. Oh Mann. Okay, das wird nervig. Hoffentlich ist es konsistent. Und es gibt immer genau so eine perfekte Stelle. So, jetzt. Easy! Ja, da. Schon wär du Meister. Wow! Beim ersten Mal! Nein, warte, ich habe einmal verkackt. Habe ich verkackt? Doch, bei dem habe ich. Doch, ich habe verkackt. Diamant, genau sowas will ich. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch Diamanten brauchen. Wäre schön, wenn in den Kisten überall irgendwelche Leuenherzen drin wären. Warum auch immer da ein Leuenherz drin wäre. Von Anfang an. Aber egal. Die hätte ich gerne. Hallo, mein Freund.
Du hast meine Prüfung gemacht dort. Ohne Zweifel bist du da ausgewertet. Ja. Ja, easy. Zeichen der Bewährung. Okay. Hier, macht das mal das kaputt. Bye, bye. Bye. Brennende Ausrüstung. Wow. Okay. Schrein geholt. Jetzt schaue ich gleich mal, was waren die andere Schreinquest. Ah, mir fällt auch noch was ein. Es gibt noch ein Kashiwa-Gedöns. Da steht irgendwas von wegen 17 Uhr in der Quest oder irgend sowas. Da müssen wir auch noch hin. Hallo. Schauen wir mal. Tagebuch. Ganz verlicht eine Prüfung erhält. Oh, das ist was ganz anderes. Laruta, was? Ey, so. Laruta. Irgendwo. Ach. Ah, da war auch noch. Irgendwo war da was, wo wir. Hier vielleicht. Das ist jetzt doof. Egal, was ich eigentlich vorhab ist. Wo war das? Wo war das? Hier. Genau. Und zwar. Genau da. Hey, wir haben. Oh, und in, cool. In der Nähe ist gleich unser Haus. Dann können wir sogar ziemlich einfach dahin. Also warum nicht gleich hingehen? Wow. Ja, schauen wir mal. Wie war das? Da war da der Kashiwa. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gemacht habe. Vielleicht habe ich das schon gemacht. Stuhlknacksen. Ja. Immer diese Ladezeiten. Der kann ja nicht gleich die Folge beenden. Yo. Bam, bam, bam. Das lädt schon irgendwie. Mann, Hateno. Hallo. Wir wollten auch noch nach Kakariko. Habe ich immer noch nicht vergessen. Eieiei. So. Huch. Oh nee. Aufkorksuche. Schon wieder. Hier jetzt schon wieder auf. Jo. Irgendwo in die Richtung. Hier macht's. Vielleicht da oben. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob dieser komische Schrei heißt. Ey, du hast es gesehen! Aber dann hättest du ja jetzt nochmal schreien müssen. Also wahrscheinlich nicht. Hier ist wahrscheinlich irgendwo ein Stein oder sowas. Oder ein Baum. Und da wird ein Krug sein. Und dann werden wir die Folge beenden. Oh mein Gott! Oh, es dreht sich schon längst nicht mehr. Ja. Hihihi. Ist hier irgendwo ein Steinrätsel? Nein? Oh! Ich hab ihn gefunden! Da, 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 da. Jetzt bitte nicht zu weit weggehen, mein Krogfreund. Ich hab's gehört. Oh. Wo führst du mich hin, mein Freund? Ja, in die Hölle, wo denn sonst? Oh, das ist dabei ein netter Krog. Zum Glück kann man den so ein bisschen hören. Und der Sound ist auch zum Glück nicht mono oder so, weil sonst wäre das ganz schön doof. Links irgendwo. Ja! Wow, bin ich gut! Oh. Ja, nein, Link! Verarsch mich nicht. Wirklich. Und dreh dich um. Oh. Link, du Drecksack, du! Du Drecksackblase! So, jetzt aber. Und dieses Mal bitte nicht runter dingsen. Verdammt, wo war's jetzt? Da, okay. Es geht noch weiter. Wo jetzt? Hoho, der will einen Berg hochjagen. Was zum? Komm schon. Krog. Nicht so sportlich bin ich jetzt auch nicht. Ah, Link ist voll der Meister, aber. Komm schon. Ja. Ja. So. Ich denke, das war eine gute Folge. Sehe jetzt noch mal. Mal schauen, ob Kashiwa noch hier ist. Aber ich fliege schon mal da in die Richtung. Und da können wir dann die Folge beenden und dann mal schauen, ob wir in der nächsten Folge da eine Quest machen können. Wenn ich sie nicht schon gemacht habe. Ich denke mal, Kashiwa wird da noch sein, wenn die Quest noch da ist. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Und yo, das sind so viele. Sind die einfach nur so im Hintergrund? Diese ganzen Möwen? Oder sind die da wirklich? Könnte man die runterschießen? Die kann man bestimmt runterschießen.
Wir kommen immer näher. Die könnte man, ich glaube, die könnte man einfach runterschießen. Das ist ziemlich cool. Jo, da ist er auch wirklich. Gut, dann können wir da die Folge beenden. Nervige Gegner. Okay. Hallo. Vielleicht würde, war das der Schrein. Ich hoffe nicht. Hallo Kashi, war mein Freund. Also, falls es euch gefallen hat, nicht vergessen zu abonnieren. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.